herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 26. September 2024. Wir haben weiterhin die Sonne in der Waage. Wir haben den Merkur noch in der Jungfrau. Der wechselt aber kurz nach 10 Uhr in die Waage. Und dieser Merkur steht im Trigon zu Pluto im Steinbock rückläufig. Das heißt, bis 10 Uhr, etwa kurz nach 10, ist er auch, ich sag mal, sehr zufrieden, weil der Merkur ja noch in der Jungfrau ist. Danach wechselt eben der Merkur in die Waage. Das kann vielleicht auch, zu ein bisschen Unentschlossenheit führen. Denn Sonne in der Waage, Merkur in der Waage, da haben wir Charme, Entgegenkommen, Freundlichkeit, vermittelnd, aber wie gesagt, so ein bisschen Unentschlossenheit. Der Mond und auch der Mars befinden sich weiterhin im Krebs. Gefühlvoll, sensitiv, familiär, einfühlsam, fürsorglich eben, aber hypersensibel. Ja, der Mond steht für die Gefühlswelt, der Mars fürs Kämpfen, für sich durchsetzen. Und in diesen Bereichen ist dann eine gewisse Vorsicht geboten, weil man könnte jemandem mit der Krebsenergie zu nahe treten. Das kann auch jemand sein, der nicht vom Sonnenzeichen her Krebs ist. Ja, man sollte da ein bisschen Feingefühl haben, sensitiv vorgehen. Man kann die Intuition natürlich nutzen, die die Krebsenergie mit sich bringt. Aber wir haben auch Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, kennt ihr schon, dass man sich da auch so ein bisschen auf den Tag, auf die eigene Stimmung, das eigene Vorgehen und das, was man verbessern kann, einstellt. Das kann auf jeden Fall helfen. Zudem haben wir dann natürlich den rückläufigen Pluto im Steinbock. Der ist ja dann im Trigon mit dem Merkur, jetzt dann ab 10 Uhr in der Waage. Wir haben die Energie von Jupiter in Zwillinge, kommunikationsstark, Vorsicht vorm Verzetteln. Wir haben auch die rückläufige Energie von Uranus im Stier, wo wir immer noch die Möglichkeit haben, das eine oder andere so ein bisschen umzuswitchen, dass das vielleicht besser passt. Oder wenn wir uns verzettelt haben, vielleicht auch da was regeln. Ja, ich denke mal, es ist wichtig, diese Energien zu kennen, damit man da auch eine gewisse Vorsicht an den Tag legt und nicht zu viel macht. Wir haben auch die Venus in Skorpion. Tiefgründig, nachdenklich, ein bisschen zugeknöpft. Das kann sein, dass man eben nicht so schnell an andere herankommt oder ja, ich sag mal, dass die Dinge sehr geprüft werden im Bereich Venus, ja, dass man hinterfragt oder dass man eben auch, ein bisschen vorsichtiger ist. Es kann auch natürlich sein, dass man mit der Energie ein bisschen pessimistisch daherkommt. Ja, man sollte da vielleicht ein bisschen gegensteuern. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Wir schauen uns das für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in der Waage. Wir haben dann natürlich den Merkur in der Jungfrau, pragmatische Erdenergie. Wir haben den Mond im Krebs, genauso wie den Mars. Der ist ebenfalls im Krebs. Sehr gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam und natürlich auch hyperverletzbar. Aber natürlich unglaublich intuitiv auch einfühlsam. Neptun, Saturn in den Fischen weiterhin rückläufig, womit wir arbeiten können, um uns und die Situation zu verbessern, so gut es eben geht. Wir haben Jupiter in Zwillinge, gesprächsintensiv, natürlich auch überzeugend, mit Charme durch die Waage-Energie. Allerdings auch die Gefahr, dass man sich wieder zu viel zumutet oder sich überschätzt. Wir haben den rückläufigen Uranus im Stier, womit man auch wieder Dinge gerade rücken oder verändern kann. Wir haben den rückläufigen Pluto im Steinbock, eine autoritäre, starke Energie, mit der man auf der einen Seite etwas durchsetzen, auf der anderen Seite aber auch Sturheit vertreten kann, je nachdem. Ja, und heute an diesem Donnerstag haben wir ein Trigon zwischen Merkur und Pluto. Ja, da haben wir zwei Erdenergien, die miteinander gut harmonieren, allerdings nur bis 10 Uhr etwa. Denn dann wechselt der Merkur in die Waage.
Also, da haben wir auf der einen Seite natürlich starke Energien, etwas durchsetzen zu können, ja. Und wir hatten ja gestern so ein bisschen, dass da nicht alles so mit rechten Dingen zugeht. Und Klarheit und Durchsetzungskraft bis 10 Uhr. Und dann eben Merkur in der Waage. Da geht es wieder um Harmonie. Alles ist super, alles ist toll, ja. Und deswegen sollte man diese Energie, wenn man muss und wenn sich das anbietet, natürlich auch nutzen, um da was durchzusetzen. Denn hernach wird das nicht mehr so leicht möglich sein. Ja, ich hoffe, dass dir das ein Stück weit hilft, die Energien richtig einzusetzen, um dann ja auch vielleicht Dinge gerade zu rücken und dann mit Harmonie natürlich auch wieder positive Entwicklungen anzudeuten. Wir haben die zwei der Stäbe. Wahrscheinlich geht es da um eine Entscheidung, in welche Richtung gehe ich. Durchsetzungskraft ist halt bis 10 Uhr. Enttäuschung, irgendwas klappt nicht so. Und wir haben Informationen, ja. Es bedeutet Ruhe bewahren, nicht überstürzen, sondern wenn etwas nicht auf Anhieb klappt, dann ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Du brauchst Geduld, ja. Die Dinge werden sich fügen. Vielleicht, wie gesagt, nicht sofort heute an diesem Donnerstag. Ja, es kann etwas schief gehen, jemand kann was Dummes sagen. Geduld ist wichtig. Ich weiß, das fällt dir als Feuerzeichen natürlich nicht so leicht, ja. Aber es ist wichtig, bevor man eine falsche Entscheidung trifft oder sich von jemandem irgendwas verderben lässt, dass man erstmal über die nötigen Informationen verfügt, sich genau schlau macht, ob das auch wirklich das Richtige ist und ob man vielleicht nicht gestern oder so irgendwas erzählt bekommen hat, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Wie gesagt, wir haben Durchsetzungskraft bis 10 Uhr, danach flaut das so ein bisschen ab. Aber wenn es nicht schnell geht, dann braucht es eben noch Zeit. Wir haben noch mehr gute Energien in naher Zukunft, die dir auch die Möglichkeiten bieten, vielleicht in eine bestimmte Richtung zu wechseln. Das wäre auf jeden Fall möglich. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in der Waage. Ausgleichend, harmonisierend, diplomatisch und charmant, aber ein wenig unentschlossen. Wir haben Merkur in der Jungfrau. Pragmatisch, fleißig, ehrgeizig, kritisch, vorausschauend und planvoll. Ist natürlich auch eine Erdenergie wie deine. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Steinbock. Auch eine starke, durchsetzungsfähige Energie, sehr autoritär bisweilen, kennst du auch, ja. Das heißt auch für dich als Stier, dass man bitte nicht zu sehr auf einen Punkt beharren sollte. So, jetzt haben wir den Merkur, wie gesagt, in der Jungfrau, zumindest bis 10 Uhr. Und dieser Merkur geht ein Trigon ein mit dem Pluto, ja. Und da kann man eben auch gewisse Dinge umsetzen, durchsetzen. Das heißt nicht, dass man das erzwingen soll. Denk dran, es geht nicht darum, das um jeden Preis durchzusetzen, sondern dass da, ich sag mal, ein Fenster besteht, das man öffnen kann. Danach wechselt der Merkur in die Waage. Da haben wir auch die Energie der Waage, harmonisierend, diplomatisch, charmant, entgegenkommt, aber unentschlossen. Und dann verpufft so ein bisschen auch die Durchsetzungskraft des Pluto. Zudem haben wir den Mond in Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, fürsorglich und familiär. Das gleiche gilt für den Mars. Das eine ist natürlich die Gefühlswelt, das andere der Kampfgeist. Kennst du auch schon, ist ja auch nicht neu. Da kann man sich gut mit Dingen beschäftigen und auch ein Gespür für etwas haben. Man muss aber durchaus auch Acht geben, wie man mit sich und anderen umgeht. Dabei helfen auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, wo wir uns ja selbst optimieren, verbessern können und wo wir uns selbst im Auge behalten und natürlich wohlwollend mit uns selber auch umgehen. Wir haben den Jupiter in Zwillingen. Zwillingenergie, Gespräche, klar, natürlich auch überzeugend mit dem Charme auch von Waage-Energie, aber man kann sich zu viel aufladen oder sich einfach überschätzen. Auch das ist möglich. Mit dem eigenen Zeichen, also wir haben Uranus im Stier rückläufig, kann man das wieder revidieren, verbessern, ja.
Und wenn man die Gelegenheit bekommt, sollte man das natürlich auch tun. Ja? Ich denke, es geht darum, den richtigen Riecher auch wieder zu haben und sich für Dinge einzusetzen und sich natürlich einzufühlen in die Situationen. Wir haben für dich die Erfahrungswerte, die 10 der Schwerter. Was man kennt, was man weiß, was man nicht so gut findet. 7 der Schwerter, da ist das Unbekannte etwas, was man nicht so gut kennt oder wo man noch nicht so hinter die Kulissen geblickt hat. Natürlich können es auch Intrigen und solche Dinge sein. Wir haben aber auch durch die anderen Erdenergien eine starke Durchsetzungskraft einmal und natürlich die Disziplin, die die Erdzeichen sowieso begleitet. Mit den 5 der Kelche kann es natürlich sein, dass man nicht so viel Einfluss hat, wie man gerne hätte. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass man hier nicht so viel Einblick hat oder noch nicht so firm mit der Materie ist. Aber ich denke, du brauchst auch da ein bisschen Geduld, Selbstvertrauen. Ja, Erfahrungswerte könnte eine große Rolle spielen. Arbeite mit dem, was du hast. Versuche nicht, etwas zu erzwingen. Das funktioniert leider nicht. Aber wenn du in eine Situation kommst, wo, sagen wir mal, auch dein Wille oder deine Durchsetzungskraft gefordert ist, dann solltest du nicht zögern. Aber denke immer auch an die Konsequenzen. Ja, also wenn du dir das vorher überlegst, wie das aussieht und wenn du das riskieren möchtest, dann kann das heute Morgen gut gelingen. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in der Waage. Sehr schön für dich, weil auch eine Luftenergie charmant entgegenkommt, diplomatisch, vermittelnd, aber auch so ein bisschen unentschlossen, muss man leider sagen. Der Mond befindet sich im Krebs, genauso wie der Mars sich auch im Krebs befindet. Da haben wir einmal im Gefühlsbereich und einmal im Kampfgeist sehr intuitive Kräfte, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, familiär, sehr fürsorglich, aber auch höchst empfindsam. Ist auch nicht neu, ist auch schon länger so, aber ich denke, dass es wichtig ist, das nicht zu vergessen. Man muss sich also in die Situation und auch in die Mitmenschen so ein Stück weit hineinversetzen können, um damit arbeiten zu können. Das kann einem Luftzeichen bisweilen schon mal ein bisschen schwerer fallen. Aber vielleicht ist das auch eine gute Übung dafür, dein Bauchgefühl mehr zu spüren. Wir haben ja auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, wo wir uns selbst auch ein Stück weit beobachten sollen und verbessern sollen, optimieren, ja. Und das bringt uns dann auch sicherlich den anderen etwas näher, weil wir alle ja natürlich nicht perfekt sind und vielleicht auch das ein oder andere nachempfinden können. Der Merkur befindet sich in der Jungfrau. Eine sehr pragmatische Erdenergie, kennst du auch schon, ist auch schon eine Weile so. Sie ist sehr fleißig, ehrgeizig, kompetent, gut vorbereitet und natürlich sehr planvoll. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Steinbock, auch eine Erdenergie, die auch, wie gesagt, ein bisschen autoritär daherkommen kann. Es geht ja um Machtthemen. Das kann mit Autoritäten zu tun haben oder auch der eigenen Macht. Und wenn dann natürlich die Intuition von Krebsenergie mit reingeht, ist das nicht verkehrt. Ja, man überlegt sich schon, ob man dieses oder jenes riskieren möchte und ob das überhaupt angebracht ist. Und das ist gut so. Wir haben jetzt hier so ein Zeitfenster bis etwa 10 Uhr, in dem nämlich ein Trigon zwischen dem Merkur und dem Pluto besteht. Merkur in Jungfrau, Pluto in Steinbock rückläufig. Denn danach wechselt der Merkur in die Waage. Dann haben wir also Sonne und Merkur in der Waage nach 10 Uhr. Ja, und dann verpufft halt diese sehr durchsetzungsstarke Energie von Merkur und Pluto wieder. Das ist aber nicht dramatisch. Es bedeutet nur, wenn man in der Zeit jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen Kraft und Durchsetzungsfähigkeit braucht, ist diese vorhanden. Ja? Und damit kann man Klarheit gewinnen. Und ja, ich denke mal, wie gesagt, wenn man kann, sollte man dieses Zeitfenster nutzen. Dazu haben wir natürlich weiterhin Jupiter in Zwillinge, kommunikationsstark, auch gerade mit dem Charme der Waage, aber auch ein bisschen, ja, ich sag mal, zu vielseitig und vielleicht auch ein bisschen Selbstüberschätzung ist noch dabei.
Mit Uranus im Stier rückläufig kann man das revidieren, verändern oder neu aufstellen. Wir schauen mal, wie das bei den Zwillingen aussieht. Da ist die 5 der Kelche etwas bedauern. Also da hast du vielleicht nicht genug Einfluss, dann arbeite mit dem, was du hast. Wir haben Erschöpfung hier, also vielleicht hatte ich auch das eine oder andere schon ein bisschen Kraft gekostet. Hier ist der Rückzug, also bist du mehr oder weniger heute so ein bisschen, naja, ich sag mal, auf dem Rückzug. Das ist aber nicht schlimm. Du musst dich nicht überall mit reinhängen. Wir haben hier den Widerstand, wir haben hier auch die Durchsetzungskraft, wir haben hier zu seinem Standpunkt stehen. Aber du willst dich nicht verausgaben, das ist genau der Punkt. Wenn du etwas vertreten kannst und willst, solltest du das tun, aber du solltest nicht deine Kräfte verschwenden. Du kannst nämlich nichts erzwingen und das sollte heute ja auch ein wichtiger Punkt sein. Wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, versuche bitte nicht irgendwas zwanghaft durchzusetzen. Das wird nicht gelingen. Ich wünsche dir aber viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024. Wir haben weiterhin die Sonne in der Waage. Das ist diplomatisch, charmant, entgegenkommend, aber ein bisschen entscheidungsschwach. Ja? Wir haben den Merkur in der Jungfrau. Erdenergie, Pragmatismus, fleißig, ehrgeizig, vorangehend natürlich auch. Gut aufgestellt und natürlich planvoll, aber auch sehr kritisch. Dazu haben wir den Pluto im Steinbock rückläufig, der natürlich mit den Machtthemen Pluto ausgestattet ist und da auch sehr starke Durchsetzungskräfte freisetzt. Der steht in Verbindung mit dem Merkur im Trigon und kann auch das eine oder andere tatsächlich wirklich heute durchsetzen. Aber das geht nur, wenn das sich irgendwie entwickelt, nicht wenn man das forciert oder wenn man ja irgendwas krampfhaft durchsetzen will. Das funktioniert nicht, ja. Denn um 10 Uhr wechselt der Merkur, kurz nach 10, wechselt der Merkur in die Waage. Man hat also nur das Zeitfenster bis 10 Uhr. Danach flaut das so ein bisschen wieder ab, weil eben auch Waage-Energie im Merkur nicht so entscheidungsfreudig ist und auch vielleicht nicht ganz so durchsetzungsstark. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Und dann haben wir natürlich den Mond in Krebs und auch wir haben Mars in Krebs. Zwei starke Energien im Gefühl. Ja, der Mond ist das Gefühlsleben und Mars ist unsere Durchsetzungskraft. Und da ist die Intuition natürlich richtig drin und man kann sich auch ja dorthin spüren sozusagen. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, Krebsenergie ist auch hypersensibel und schnell ja, verletzbar. Und da musst du natürlich auch als Krebs ein bisschen drauf Acht geben. Ne? Du bist fürsorglich, liebevoll, entgegenkommen. Du willst auch, dass es allen gut geht. Ne? Das Gemeinschaftliche stärken. Ja. Aber manchmal muss man auch Dinge knallhart durchsetzen. Und wie gesagt, da ist so dieses Zeitfenster drin. Trotzdem kann man natürlich auch mit dem Merkur in Waage viel Schönes erreichen danach. Wir haben dazu natürlich den Jupiter in Zwillinge, der auch mit dem Charme der Waage arbeiten kann und Dinge auch in der ja, Gesprächskultur durchsetzen kann. Ist aber auch weiterhin die Gefahr da, dass man sich zu viel zumutet oder sich einfach überschätzt in irgendeiner Form. Da kann man mit Uranus im Stier rückläufig entgegenwirken. Da kann man noch Veränderungen vornehmen und im Zweifelsfall solltest du das dann auch bitte tun. Du hast ja als Krebs den richtigen Riecher. Wir haben die Mäßigkeit. Gefühl und Intellekt sind im Einklang, das ist wunderbar. Wir haben die Zurückhaltung. Also ich denke mal, dass du nicht jetzt auf den Putz hauen wirst. Und wir haben den König der Stäbe, das ist Durchsetzungspower, das ist auch Optimismus, positive Energie, dass man nicht aufgibt zum Beispiel. Ja. Wir haben hier aber auch die 7 der Kelche, da ist eine Menge Fantasie drin, da ist eine Menge auch Anspruchsdenken drin. Du musst als Krebs, glaube ich, heute ein bisschen aufpassen, dass deine Gefühle dich nicht davontragen und du jetzt hier auch versuchst, krampfhaft irgendetwas auf der Gefühlsebene durchzusetzen. Bitte nicht, ja.
Das wird nämlich nicht gelingen. Dieses Zeitfenster bis 10 Uhr ist nur möglich, wenn das sich auf natürliche Weise ergibt, nicht wenn du versuchst, irgendwas krampfhaft durchzusetzen. Und hier sind, wie gesagt, einmal hohe Erwartungen drin. Da kann auch das mit Zwillinge-Energie zu viel drin sein. Man will vielleicht einfach zu viel und man hängt sich da sehr rein und kann sich vielleicht auch einfach nicht entscheiden, ne? Und deswegen ist es wichtig, das Wichtigste, Ruhe bewahren, vorsichtig vorgehen und bitte nicht übertreiben. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024 und weiterhin mit der Sonne in der Waage. Wie immer, Sonne- und Löwe-Energie ergibt immer auch hohe Ansprüche. Also bitte auf dem Teppich bleiben. Waage-Energie ist charmant, entgegenkommend, vermittelnd, aber auch unentschlossen. Also so ein bisschen, ja, kann sich nicht auf eine Seite schlagen, ne? Wir haben den Merkur in der Jungfrau, wie gehabt. Erdenergie, Pragmatismus, man will was erreichen. Man ist fleißig, ehrgeizig und planvoll und auch vorausschauend und kritisch natürlich, ja. Dazu passt natürlich der Pluto im Steinbock rückläufig, der die Machtthemen bestimmt, also Macht- und Ohnmachtthemen, Autoritäten, langfristige Verbindlichkeiten und so weiter. Und wir haben ein Trigon zwischen diesem Merkur in der Jungfrau und dem Pluto in Steinbock rückläufig. Ein Fenster, in dem man ganz klar und deutlich sieht, wohin die Reise gehen soll und wo man gegebenenfalls auch eine Möglichkeit hat, etwas umzusetzen, nur in diesem Zeitfenster bis 10 Uhr. Und da sollte man aber nicht versuchen, jetzt irgendwas krampfhaft durchzusetzen, sondern das bietet sich halt an und das sollte auch auf natürliche Weise zustande kommen und nicht durch krampfhaftes Versuchen oder Forcieren. Das gelingt nämlich dann nicht. Ab 10 Uhr ist der Merkur ebenfalls in der Waage. Er hat damit dann die Jungfrau verlassen. Ja, Merkur in der Waage ist auch charmant, entgegenkommend und nett, aber nicht durchsetzungsstark und nicht so leicht in Entscheidungen. Wir haben dafür den Mond im Krebs und wir haben den Mars im Krebs. Kennst du auch schon, ist auch nicht neu. Gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, familiär, aber auch hypersensibel, aber auch hyperintuitiv, ja. Mit dem Hypersensibel muss man immer aufpassen, dass man anderen nicht zu nahe tritt. Da kann man Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig nutzen, nämlich zu schauen, wie man selber unterwegs ist und was man da optimieren kann. Und das kann man mit der Krebsenergie verbinden. Und dann haben wir natürlich auch den Jupiter in Zwillinge, auch kommunikationsstark, auch gerade mit der Waage-Energie. Und trotzdem kann man sich verzetteln, man kann sich ein bisschen zu viel zumuten, sich einfach überschätzen und da muss man auch weiterhin sehr vorsichtig sein. Das kann man korrigieren mit dem rückläufigen Uranus im Stier, das ist auch nicht neu und das sollte man dann gegebenenfalls auch wirklich tun. Wie sieht es denn heute aus für den Löwen? Da ist man sehr sachlich mit dem Gericht, man hält sich nur an die Fakten. Da ist der Herrscher, da ist die Durchsetzungskraft, die Verantwortlichkeit oder vielleicht auch das Verantwortungsbewusstsein. Und da ist der Neuanfang, das Ass der Münzen mit Stabilität und Sicherheit. Das kann, wie gesagt, heute gelingen, ja, dass man da irgendetwas umsetzt und auch kreiert natürlich. Wir haben aber hier den Turm. Das heißt, sämtliche Missstände, Überflüssiges und auch, ja, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze, die müssen aufgeräumt sein. Ja, man muss da eben Platz geschaffen haben dafür und man muss Ressourcen haben. Und das ist eben das, was uns vorher auch schon mit der Zwillinge-Energie vielleicht so ein bisschen gehandicapt hat, dass wir uns einfach bei zu vielen Dingen engagiert haben und dadurch auch verzettelt haben, wo wir uns dann voll und ganz reinhängen sollten. Jetzt ist die Möglichkeit gegeben, ja, etwas zu entscheiden, etwas voranzubringen nach Faktenlage. Ich sagte ja, forcieren darf man das nicht, das muss sich auf natürliche Weise ergeben. Und dann muss man auch natürlich den Platz freimachen, dass man sich da wirklich auch reinhängt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.
herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024 und haben weiterhin die Sonne in der Waage. Waage-Energie, charmant, entgegenkommend, diplomatisch, ja, ich sag mal, auch Streithähne wieder besänftigen, aber ein bisschen unentschlossen. Also da ist es schwierig, Entscheidungen herauszubekommen. Wir haben den Merkur in deinem Zeichen, liebe Jungfrau. Das hast du auch genossen. Das wird aber leider heute dann auch das letzte Mal sein, vorläufig, mit dem Merkur in der Jungfrau. Aber wie gesagt, es gibt auch noch ein paar gute Sachen, die du nutzen kannst. Wir haben zum Beispiel mit deiner Energie eben, dass du fleißig, ehrgeizig, vorbereitet und planvoll bist und auch kritisch, den Pluto im Steinbock rückläufig. Und der hat dich ja schon unterstützt und dir eine gewisse Autorität verliehen. Heute haben wir ein Trigon zwischen diesem Merkur und dem Pluto im Steinbock rückläufig bis 10 Uhr. Das heißt, man kann bis dahin das eine oder andere wirklich unter Dach und Fach bringen. Aber Vorsicht, liebe Jungfrau, nicht indem man mit den Füßen aufstampft oder das zwanghaft macht, sondern es muss sich auf natürliche Weise ergeben. Ja? Also du kannst da nichts forcieren oder so. Diese Dinge sind in diesem Zeitfenster möglich, weil danach der Merkur in der Waage ist. Er ist also dann kurz nach 10 gewechselt. Und damit haben wir auch wieder diese leichte Energie von Waage, charmant, entgegenkommend, fürsorglich ein bisschen und vermittelnd, aber unentschlossen. Und damit verpufft dann so ein bisschen diese autoritäre Energie. Aber Pluto im Steinbock rückläufig bleibt uns noch erhalten. Des Weiteren haben wir den Mond und den Mars, wie gehabt, die letzten Tage schon, in Krebs. Krebsenergie, fürsorglich, einfühlsam, familiär, sehr, sehr, ja, ich sag mal, gefühlvoll eben und deswegen auch hyperempfindlich. Und da muss man eben aufpassen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Krebs sein, es kann jeder andere auch sein. Die Energie ist aber Krebsenergie. Und da ist natürlich auch diese Mega-Intuition drin, wo man den richtigen Riecher für die richtige Sache hat, ja. Und das kann dir natürlich auch helfen in diesem Zusammenhang, ja, dass man seinem Bauchgefühl folgt und dass man auch weiß, wie man mit anderen umgehen sollte. Dabei haben wir auch Neptun, Saturn in den Fischen weiter rückläufig, wo wir uns selbst natürlich auch ein bisschen fragen sollten, wie wir unterwegs sind, was uns gut tut, was wir brauchen, was wir machen sollten und wie wir auch auf andere zugehen. Also Optimierung, ja, erstmal bei sich selber anfangen. Wir haben dazu natürlich auch den Jupiter in Zwillinge, Kommunikation stark, auch mit der Waage-Energie, aber eben auch zu vielseitig. Und da du auch sehr fleißig bist als Jungfrau, kann dir das auch passieren, dass du gegebenenfalls auch, ich sag mal, zu viel auf dem Schirm hast. Ja? Und da muss man eben aufpassen. Man muss sich auch kümmern, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Und mit Uranus im Stier rückläufig kann man das auch korrigieren. Wir dürfen nicht vergessen, Venus befindet sich ja auch noch in Skorpion. Und damit ist auch kritische Energie da und man ist misstrauisch und vorsichtig. Eine gewisse Vorsicht ist immer angebracht, aber bitte nicht übertreiben. Wir haben das Team, die Gruppe von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Wir haben die Energie von Ritter der Kelche. Das heißt, freundliches Auftreten, Entgegenkommen sind gegeben und solltest du natürlich dann vielleicht auch mitbringen. Das bringt dich voran. 9 der Münzen. Ja, da geht's also darum, wie du dich fühlst, wie es dir geht, wie du eben auch viele Dinge umsetzen kannst. Da ist so ein Moment innehalten und hier haben wir die 8 der Kelche. Da ist eben natürlich die Öffnung der Gefühle, ja, und auch vielleicht der Intuition, dass du eben auch auf die richtigen Dinge setzt und dich auf die richtige Konstellation vielleicht einlässt und dich öffnest für Neues. Das kann sehr interessant werden. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Donnerstag, 26. September 2024 mit der Sonne im eigenen Zeichen. Das stärkt dich natürlich, gibt dir noch mehr Charme und Glamour. Du hast ja natürlich Durchsetzungsvermögen im Charme, in der Diplomatie, im Entgegenkommen, in Freundlichkeit, ja. Aber Entscheidungen zu treffen fällt dir leider auch immer ein bisschen schwer.
Wir haben den Merkur in der Jungfrau. Pragmatische Erdenergie, fleißig, ehrgeizig, kritisch und planvoll und organisiert. Wir haben den rückläufigen Pluto im Steinbock. Ja, da haben wir auch Macht- und Ohnmacht-Themen. Und wir haben heute ein Trigon zwischen dem Merkur in der Jungfrau und dem Pluto in Steinbock rückläufig. Ein Fenster bis 10 Uhr, in dem man sich durchsetzen kann. Das kann dir, wie gesagt, als Waage ein wenig schwerfallen und es muss ja auch nicht genutzt werden, es ist einfach nur da. Also ein Zeitfenster, wo man eben auch Dinge unter Dach und Fach bringen kann, man kann das nutzen. Wir haben den Mond und den Mars in Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, fürsorglich, familiär, hypersensibel und auch enorm intuitiv. Das Bauchgefühl ist sehr wichtig. Und das hilft natürlich auch beim Zusammentreffen mit anderen Menschen. Neptun und Saturn rückläufig lassen uns wieder schauen, wie es uns selber geht, wie wir selber unterwegs sind und was wir uns wünschen und wie wir vorankommen möchten und was wir tun können, um mit anderen vielleicht besser zurechtzukommen, also Verständnis zu haben und zu geben. Als Waage, denke ich, wirst du dich freuen, dass dann auch der Merkur in die Waage wechselt. Ja, das verstärkt noch deine Energien im Kommunikationsbereich, also im Miteinander. Aber du solltest auch die intuitiven Kräfte von Krebs weiter nutzen, wenn es geht. Dann ist auch die Energie dieser kraftvollen Phase der Durchsetzungsfähigkeit ein bisschen heruntergefahren, wenn der Merkur in dein Zeichen wechselt. Venus befindet sich im Skorpion, ist auch tiefgründig, nachdenklich, hinterfragend und auch kritisch. Also man betrachtet die Dinge schon mit einer gewissen Vorsicht. Das ist auch nicht verkehrt. Und mit Jupiter in Zwillinge ist man sehr kommunikationsstark, auch gerade mit deiner Energie dabei. Vorsicht davor, zu fahrig, zu unkonzentriert zu sein oder sich zu viel zuzumuten oder sich einfach ein wenig zu überschätzen. Uranus im Stier rückläufig kann das korrigieren und man sollte das im Zweifelsfall dann auch tun. Wie sieht es denn heute aus für die Waage? Wir haben Disziplin, Durchhaltevermögen, das ist gut, kraftvoll. Wir haben Zurückhaltung, ich denke, das geht um die Dinge kommunikativ, niemandem zu nahe zu treten. Und wir haben die Zwillinge-Energie, die Liebenden, das, was du am liebsten tun möchtest. Vielleicht ergibt sich da ja heute auch eine Möglichkeit. Und wir haben das Gericht. Das ist nämlich eine sehr sachliche Energie, wo man auf die Fakten schaut. Was geht, was kann ich machen, was sollte ich machen? Ein bisschen Zurückhaltung und Bescheidenheit ist nicht schlimm, ja, ganz im Gegenteil. Und Zwillingenergie ist ja auch sehr darauf fokussiert, den eigenen Wunsch oder die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, wenn es irgendwie geht. Und da muss man sich die Fakten anschauen. Da muss man wieder ein bisschen diszipliniert rangehen. Und wenn das möglich ist und geht, könnte sich, wie gesagt, heute Morgen eine Gelegenheit bieten, das dann auch umzusetzen. Aber da müsstest du dann auch tatsächlich dich klar zu bekennen und aussprechen. Das ist halt einfach, wenn das kommt und du sagst ja, dann bist du sozusagen drin. Wenn nicht, wie gesagt, ist nicht schlimm, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Gelingen, viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024. Mit der Sonne in der Waage. Ist nicht deine Lieblingsenergie, ich weiß, sie ist charmant, entgegenkommend und diplomatisch, aber nicht sehr entschlossen. Das muss aber auch nicht schlimm sein. Du bist ja als Skorpion dafür sehr entschlossen. Wir haben die Energie von Merkur in Jungfrau. Ist auch dem Skorpion recht ähnlich. Da haben wir eine starke, ja, pragmatische Erdenergie natürlich, mehr in der Sachlichkeit. Du hast ja die Venus im eigenen Zeichen, da geht es mehr ums Gefühl, wo man die Dinge hinterfragt. Und bei Merkur in Jungfrau hinterfragt man eben die Dinge, habe ich an alles gedacht, ist alles richtig und korrekt, ja. Und dann prüft man sich auch, man ist da eben kritisch. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Steinbock immer noch. Die starke, pragmatische, ja, langanhaltende Energie
auch die sehr autoritär daherkommt. Wir haben heute Morgen bis 10 Uhr ein Trigon zwischen dem Merkur in der Jungfrau und dem rückläufigen Pluto in Steinbock. Man kann etwas umsetzen, durchsetzen. Ja? Aber ganz wichtig, das ist nichts, wo man was erzwingen kann. Diese Dinge müssen sich auf natürliche Weise ergeben haben. Und wenn du die Gelegenheit hast oder die Gelegenheit bekommst heute Vormittag, kannst du das auch durchsetzen. Ja, also bitte nicht versuchen, irgendwas krampfhaft durchzusetzen. Das gelingt leider nicht. Das sind die Dinge, auf die du hingearbeitet hast. Und es kann sich da ein Zeitfenster öffnen, in dem das möglich ist. Aber es werden sich auch weiterhin noch andere Möglichkeiten ergeben. Also jetzt nicht traurig sein, wenn das heute nicht der Fall ist. Das kann immer wieder kommen. Ja, aber heute haben wir halt diese Konstellation. Und ab 10 Uhr ist auch der Merkur in der Waage. Das heißt, er wechselt aus der Jungfrau in die Waage. Zudem haben wir natürlich den Mond und auch den Mars im Krebs. Beides auch Wasserenergien wie du als Skorpion. Krebs ist dabei sehr gefühlvoll, familiär, fürsorglich und hypersensibel. Ja, und dabei auch noch hyperintuitiv. Ja, ich meine, die Intuition kann man natürlich nutzen. Man muss aber sehr, sehr behutsam mit dieser gefühlsmäßigen Empfindlichkeit arbeiten und vorsichtig sein. Aber das ist auch nicht neu. Das kennst du auch schon. Wir haben als Hilfe und Unterstützung und auch für uns selbst Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, wo wir uns selbst ein bisschen betrachten und schauen, wie wir so selber unterwegs sind. Das haben wir auch schon die ganze Zeit exerziert und das sollten wir auch weiter tun, um uns selber besser kennenzulernen, um unsere Schwächen und Stärken besser herausfiltern zu können und auch zu wissen, wie wir uns bei anderen so geben und wie das ankommt. Wenn wir da noch Verbesserungen haben, ja, dann sollten wir da vielleicht dran arbeiten. Der Jupiter ist auch in den Zwillingen weiterhin auch sehr kommunikationsstark mit der Waage-Energie, aber auch die Gefahr des sich Verzettelns, des sich Überfordern oder Überschätzen. Und das ist bei fleißigen Energien natürlich auch immer eine Gefahr. Korrigieren kann man das mit dem rückläufigen Uranus im Stier, wie gehabt, wo man dann auch natürlich etwas unternehmen sollte. Wir haben für den Skorpion auch hier ein bisschen die Zurückhaltung. Man ist vorsichtig. Daran möchte man auch festhalten, man will sich da vielleicht auch nicht in die Nesseln setzen und ein überaus großer Ehrgeiz ist da. Das ist übrigens auch die Steinbock-Energie, der Teufel, die Obsession. Ja, es kann durchaus zu Übertreibung führen, aber auch zu Erfolgen, zu schönen Energien, die zum Erfolg und zu einem Wohlgefühl führen können für den Skorpion heute. Möglicherweise bist du heute mit deinem Ehrgeiz auf Platz 1 gelandet. Du musst dich gar nicht groß dafür anstrengen. Die Dinge entwickeln sich möglicherweise aufgrund deiner Vorarbeit. Und so ist das auch gedacht. Dieses Trigon sollte sich auch immer auf natürliche Weise ergeben, nicht erzwungen werden. Und das geht auch gar nicht. Aber du freust dich natürlich. Da kann ich dir nur viel Erfolg wünschen. Und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024 und die Sonne ist weiterhin in der Waage. Kommst du gut mit zurecht? Eine charmante, nette Energie, diplomatisch entgegenkommt und sehr charmant und natürlich ein bisschen unentschlossen. Ja? Dann haben wir den Merkur in der Jungfrau, nicht deine Lieblingsenergie, pragmatisch, fleißig, ehrgeizig, planvoll und gut organisiert und dabei sehr, sehr kritisch. Wir haben den rückläufigen Pluto im Steinbock, auch eine sehr autoritäre, langfristig planende Energie. Ja, es geht um Macht- und Ohnmacht-Themen bei Pluto, muss man auch sagen. Und wir haben bis 10 Uhr heute Morgen ein Trigon zwischen der Energie von Merkur und Pluto. Und das kann dazu führen, dass in diesem Zeitfenster bis 10 Uhr sich Entscheidungen treffen lassen. Man kann sich in einer Sache durchsetzen, aber nur, wenn sich diese Sache eben auf natürliche Weise ergibt. Man kann das jetzt nicht forcieren, erzwingen, drauf beharren. Dann funktioniert das nicht. Aber man kann eine Gelegenheit bekommen, dann auch sich durchzusetzen, Erfolg zu haben. Das ist ja gut. Auch wenn das nicht gelingen sollte, hast du sicherlich noch mehr Gelegenheiten dazu. Ja?
Wir haben nämlich auch den Mond und auch den Mars im Krebs. Gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, sehr familiär. Ja, da ist natürlich die hohe Empfindsamkeit drin, auf die man achten sollte. Und wir haben auch eine starke Intuition dabei. Ja, Bauchgefühl, Sensitivität kann ja auch zur richtigen Entscheidung führen. Aber man sollte natürlich darauf achten, dass man anderen nicht zu nahe tritt und das Fettnäpfchen trifft. Ja, das ist wichtig. Und da helfen Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, wo wir uns selbst optimieren können, schauen können, wie wir heute so unterwegs sind und welche Resonanz wir vielleicht auch von anderen dahingehend bekommen. Das kann mit der Intuition des Krebses natürlich helfen und auch bei der Durchsetzungsfähigkeit. Ab 10 Uhr wird dann der Merkur in der Waage sein und dann flacht so ein bisschen diese autoritäre Energie runter, weil eben die Entscheidungsfreude da nicht mehr gegeben ist. Und dann haben wir noch Venus in Skorpion, auch sehr ja, hinterfragend, zugeknöpft, vorsichtig. Wir haben Jupiter in Zwillinge, sehr gesprächig natürlich, ne? Durchsetzungsfähig auch in der Kommunikation, auch mit dem Charme der Waage, aber wie immer auch die Energie, die uns vielleicht dazu verleitet, dass wir an zu vielen Dingen schrauben und uns vielleicht verausgaben, nicht wegen der vielen Arbeit an sich, sondern weil wir zu viele Sachen erledigen wollen. Dann können wir weiterhin mit dem Uranus im Stier rückläufig daran schrauben, also das Zurückschrauben gegebenenfalls. Das sollte man dann natürlich auch tun. Für den Schützen haben wir die Herrscherin, du kommst gut voran. Wir haben die Königin der Schwerter, Ehrlichkeit, Authentizität. Ja, das heißt, erstmal ist man zu sich selber absolut ehrlich und aufrichtig und überlegt sich was. Und ja, ich denke nicht, dass du jedem die Wahrheit ins Gesicht schleuderst, ja. Aber vielleicht gibt es da so ein paar Sachen, wo du dir drüber klar wirst und wo du das vielleicht mit anderen besprichst. Wir haben die 7 der Schwerter. Da könnte etwas Unbekanntes auf dich zukommen. Die 7 der Schwerter ist natürlich etwas, wo man nicht so recht weiß, was genau ist das und was soll das, ja. Man hat noch nicht so hinter die Kulissen geblickt und man denkt vielleicht auch, weil wir haben auch viele kritische Energien, man tappt da in eine Falle. Steht auch manchmal für Intrigen oder für Gerede und so weiter, ja. Aber wir haben hier die Aufrichtigkeit und du schaust dir das wirklich auch genauer an. Du bist da erstmal, ich sag mal, neutral. Und dann haben wir das Ass der Münzen. Da könnte man etwas Neues beginnen. Das ist eben auch möglich mit dem Zeitfenster bis 10 Uhr vielleicht. Das ist ein Ass der Münzen. Das ist den Samen setzen für etwas anderes. Das kann auch etwas sein, was erst später Früchte trägt natürlich. Aber man kann hier sozusagen den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Man ist sich aber noch nicht ganz klar darüber, dass das so ist. Vielleicht ist das etwas Unbewusstes oder etwas, wo du einfach so rein stolperst. Ja? Mach dir nicht so viel Gedanken darüber. Wie gesagt, dieses Zeitfenster bis 10 Uhr, das kann man nicht forcieren oder erzwingen. Das geht nur, wenn sich das auf natürliche Weise ergibt. Vielleicht ist das hier so eine Weise, die ein bisschen unkonventionell ist. Ja? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024 und wir haben weiterhin die Sonne in der Waage. Waage-Energie ist charmant entgegenkommend, aber wenig entschlussfreudig. Wir haben den Merkur in der Jungfrau, das auch eine Erdenergie darstellt und damit eben auch ganz so in deinem Sinne ist. Fleißig, akribisch, genau, kritisch natürlich, planvoll und organisiert. Dann haben wir den Pluto im Steinbock rückläufig, also in deinem Zeichen, Macht- und Ohnmacht-Themen. Und diese Energie ist heute bis 10 Uhr mit dem Merkur in Jungfrau in einem Trigon. Also man kann Dinge tatsächlich umsetzen, durchsetzen. Ja, das ergibt sich aber, wenn, auf natürliche Weise. Das heißt, du kannst das jetzt nicht herausfordern oder forcieren. Ne? Das passiert. Und es ist aber da eine Möglichkeit vorhanden, etwas ja wirklich auch umzusetzen, Erfolg zu haben.
Wenn das nicht klappen sollte, dann werden sich noch Möglichkeiten ergeben, aber wir haben astrologisch jetzt hier so ein Zeitfenster. Ich bin gespannt. Wir haben dann auch den Mond und auch den Mars im Krebs. Sensitiv, gefühlvoll, familiär und sehr, sehr, sehr empfindlich, ja. Und dabei aber auch sehr intuitiv. Also Bauchgefühl kann dich auch mit dem richtigen Riecher für gewisse Dinge ausstatten. Aber man muss eben auch mit seinen Mitmenschen sehr achtsam umgehen, ja, weil man könnte sonst sehr leicht, ich sag mal, ins Fettnäpfchen tappen. Da sollte man Acht geben. Hilfreich dabei sind natürlich Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Ja, Jupiter kommen wir auch noch zu. Es geht bei Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig darum, dass man sich selbst betrachtet und auch bei sich selbst mal hinterfragt, wie es einem eigentlich geht und wo man eigentlich hin will, ja, und welche Laune man heute auch hat, ja, und wie man auf andere zugeht und was man zurückbekommt, ja, was sich da spiegelt. Das kann mit dem Riecher, richtigen Riecher von Krebsenergie und auch der Durchsetzungskraft sehr erfolgversprechend sein, wenn man sich darauf einlässt, ne? Ja, wir haben auch die Venus in Skorpion, ist sehr hinterfragend, misstrauisch, man ist halt gefühlsmäßig etwas vorsichtiger, okay, ja. Jupiter, ja, der ist auch in Zwillinge weiterhin, ja, Zwillinge kommunikationsstark, eben auch mit dem Charme der Waage ausgestattet, aber auch bei fleißigen Sternzeichen, wie jetzt auch dem Steinbock, kann man sich zu viel zumuten oder man, ja, man ist einfach, man überschätzt sich einfach oder seine Ressourcen. Das kann man wieder fein justieren mit dem rückläufigen Uranus im Stier. Und das sollte man dann auch bitte tun. Wir haben für den Steinbock heute den Mond. Ah, da kommen Gefühle an die Oberfläche. Das ist wichtig. Der Magier, Manifestation oder Manipulation. Und die Unzufriedenheit. Okay, also hier haben wir das Gefühl, den Magier und die Unzufriedenheit, das bedeutet, man möchte vielleicht seine Gefühle nicht immer so unterdrücken. Man möchte seinen Gefühlen auch Raum geben. Das, was einem vielleicht geboten wird, ist nicht das, was man sich wünscht. Aber um das zu erlangen, was man sich hier vielleicht wünscht, muss man natürlich selber auch entsprechend was rausgeben, was zeigen, ja, was demonstrieren vielleicht, ne? Und hier haben wir die Sonne. Es kann durchaus sein, dass die Durchsetzungsfähigkeit heute bei dir, lieber Steinbock, im Gefühlsbereich liegt, ja. Wir haben den Mond, den Magier, die Manifestation und die Unzufriedenheit wird durch die Sonne natürlich überdeckt. Aber das sind erstmal wunderschöne Aussichten und ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024. Die Sonne ist weiterhin in der Waage und liegt dir natürlich, ist auch eine Luftenergie. Und der Charme begleitet dich natürlich auch als Wassermann. Die Sonne in der Waage ist entgegenkommend, charmant, diplomatisch, vermittelnd, ja, harmonisierend, aber ein bisschen unentschlossen, ne? Man weiß nicht so recht, wohin. Wir haben noch andere Energie. Wir haben den Merkur in der Jungfrau. Pragmatische Erdenergie, Fleiß, Ehrgeiz, planvolles und organisiertes Vorgehen und natürlich der kritische Umgang damit, nämlich die Selbstprüfung. Wir haben auch noch eine andere kritische, also kritisch, was heißt kritisch, aber sehr autoritäre Energie, den rückläufigen Pluto im Steinbock, der auch langfristig planen möchte und die Dinge gern im Griff hat. Macht- und Ohnmacht-Themen verbinden sich in Pluto. Und dieser Pluto steht heute im Trigon zu der Energie von Merkur in Jungfrau. Das bedeutet, bis 10 Uhr heute Vormittag haben wir so ein Zeitfenster, wo wir das eine oder andere durchsetzen können. Aber Vorsicht, du kannst es nicht erzwingen. Es ist etwas, was sich auf natürliche Weise ergibt. Das heißt, also du kannst etwas durch, ich sag mal, deinen Charme, deine Überzeugungskraft rüberbringen und du kannst damit Erfolg haben. Es kann sich aber auch auf eine unerwartete, unvorbereitete Weise ergeben. Das kann sehr spannend werden.
solltest du auf jeden Fall darauf achten. Wichtig dabei ist, wir haben den Mond und den Mars im Krebs. Das heißt, wir haben sehr empfindsame Energien. Und darauf sollte man Rücksicht nehmen. Also der Mond ist das Gefühlsleben und Krebs ist unsere Energie, wie wir kämpfen, wie wir vorankommen. Und das ist eben sehr intuitiv und über die Maßen gefühlvoll. Ja? Das heißt, vielleicht hängt auch manchmal die Durchsetzung nicht von der Kraft ab, die man demonstriert, sondern von dem Gefühl, was man vermittelt, dass man fürsorglich ist, familiär entgegenkommt, ja. Und dass man ein Wohlgefühl verbreitet. Das kann manchmal auch ein wichtiger Aspekt in diesem Bereich sein. Wir dürfen nicht vergessen, Krebsenergie ist hypersensibel, aber sie hat auch den richtigen Riecher. Sie ist so intuitiv, dass sie Dinge erspüren kann. Und diese Energie begleitet natürlich auch einen Erfolg. Klar, man muss sich nur darauf einlassen und selber auch gefühlsmäßig so schwingen. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, um uns selbst auch mal aus dieser Perspektive zu betrachten, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, ob wir gut drauf sind, nicht gut drauf sind und wie wir auch auf andere Menschen zugehen. Ob wir diese gefühlsmäßige Energie so mitbringen, ja, oder erwidern können, je nachdem. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben auch die Venus in Skorpion, die ist auch ein bisschen zugeknüpft und hyper vorsichtig und kritisch, ja. Und dann ist man natürlich auch so ein bisschen skeptisch und erwartet vielleicht auch zu viel Negatives. Da muss man ein bisschen entgegenwirken. Wir haben auch den Jupiter in Zwillinge, ja, mit dem Charme der Waage ausgestattet. Alles Luftenergien, die dich natürlich als Wassermann gut unterstützen können. Aufpassen muss man nur davor, dass man zu viele Dinge gleichzeitig handeln möchte und dass man dabei seine ganzen Ressourcen und Energien verplempern kann und sich selbst vielleicht auch überschätzt, dass man das eben so locker aus dem Handgelenk hinbekommt. Das haben wir schon eine ganze Weile und da sollte man drauf achten. Mit Uranus im Stier rückläufig kann man das revidieren, rückgängig machen, verändern und sollte das gegebenenfalls auch tun. Wir haben bei dir den Gehängten. Das bedeutet, du schaust dir deine Umgebung auch erstmal an. Wie sind denn meine Mitmenschen so unterwegs? Ja, du fühlst dich ein. Du versuchst eben auch, ich sag mal, auf dieser Ebene zu schwingen, nachzuempfinden, was andere empfinden oder wie andere so drauf sind. Das bringt dir Erfolg. Ja, es bringt dir Entgegenkommen, es bringt dir Wohlwollen, es bringt dir auch, ja, vielleicht Mitstreiter oder auch Mentoren, wie auch immer. Wir haben hier Verantwortungsbewusstsein. Der Herrscher ist auch immer die Energie. Ich kann Verantwortung tragen und übernehmen und ich kann auch für eine Gruppe von Menschen, sage ich mal, sorgen. Jetzt muss man hier aber aufpassen. Ich weiß, dass du dir das als Wassermann unbedingt zutraust, aber du solltest eben dieses Feingefühl, dieses Fingerspitzengefühl haben, der Bescheidenheit. Ja, wenn du hier zu dick aufträgst, ja, dann ist das ja so ein bisschen too much. Also lieber ein bisschen bescheidener auftreten und damit auch beweisen, dass man verantwortungsvoll ist und auch gefühlvoll. Ich bin gespannt, wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, 26. September 2024. Und wir haben die Sonne weiterhin in der Waage. Waage-Energie ist charmant, entgegenkommt, fürsorglich auch, aber unentschlossen. Ja? Und es ist nett, aber mehr auch nicht. Wir haben den Merkur in der Jungfrau. Hatte ich auch schon vorher unterstützt. Ist fleißig, ehrgeizig, planvoll, organisiert und kritisch. Der rückläufige Pluto im Steinbock ist autoritär, langfristig planend und es geht um Macht und Ohnmacht. Und die beiden stehen heute im Trigon zueinander. Also um genau zu sein, natürlich Pluto und Merkur. Ja, und da ist ein Zeitfenster bis 10 Uhr. Danach wechselt der Merkur nämlich in die Waage. Ja, aber in diesem Zeitfenster kann diese, ich sag mal, Erdenergie richtig was bewirken. Aber nur auf natürliche Weise, man kann es nicht erzwingen, aber man kann natürlich damit arbeiten, wenn man das will und wenn sich das ergibt. Wenn nicht, werden sich auch noch weitere
Möglichkeiten ergeben. Aber heute ist die Tendenz da, da ist eben so ein Zeitfenster. Wir haben die Venus im Skorpion, gefühlsmäßig auch sensitiv, einfühlsam, aber ein bisschen kritisch, zurückhaltend und vorsichtig. Wir haben aber Mond und Mars in Krebs, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, fürsorglich und hypersensibel und auch hyperintuitiv. Und als Fisch wirst du das verstehen, du bist auch sehr fantasievoll und auch sehr gefühlvoll und kannst das nachvollziehen und bist deswegen auch sicherlich ein bisschen vorsichtig im Umgang mit anderen. Wenn nicht, wir haben auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, wo wir uns selbst betrachten und wo wir schauen, wie wir auf andere zugehen und wie, was wir gespiegelt bekommen von anderen. Ja, wir haben den Jupiter in Zwillinge, Kommunikation stark, auch mit der Waage-Energie, Vorsicht vor zu vielen Projekten, vor dem Verzetteln und vor der Selbstüberschätzung. Das ist ganz wichtig. Falls das der Fall sein sollte, mit rückläufigem Uranus im Stier bitte entgegenwirken. Auch das ist nicht neu, das kennen wir schon. Wir schauen mal, was wir heute für die Fische haben. Wir haben die Waage-Energie des Ausgleichs, Harmonie herbringen, ne? Ausgewogen. Nostalgie, Rückblick, wir haben ja einige Rückläufigkeiten. Der Blick zurück kann eben auch für Ausgewogenheit sorgen, weil man, wie 10 der Schwerter, seine Erfahrungen nutzt, seine Kenntnisse, auch Dinge, die man ähnlich vielleicht schon mal erlebt hat, die man heranziehen kann. Und dann ist hier die Kommunikation. Man spricht heute möglicherweise über die gemachten Erfahrungen, tauscht sich aus, was man gelernt hat, wie man damit umgeht. Und vielleicht ist das etwas, was dir eben ein Fenster öffnen kann, ja, wo du eben auch Durchsetzungskraft hast in irgendeiner Situation. Das kann durchaus helfen, ja, das kann vielleicht jemanden beeindrucken, beeinflussen in irgendeiner Form. Und da kannst du eben die Erfahrungen, die du gemacht hast, ob gut oder schlecht, nutzen. Es sorgt für Ausgewogenheit. Das heißt, dass du vielleicht auch etwas zu einer Sache beiträgst, aufgrund deines Wissens, deiner Erfahrungen, deines Know-hows, wie auch immer das geartet ist. Du greifst auf etwas zurück, was auch tief in dir verankert ist. Und das kann eben in der Kommunikation sehr starken Eindruck machen. Falls das heute nicht klappt, dann klappt es auch irgendwann später. Aber wie gesagt, astrologisch haben wir da heute bis 10 Uhr das Zeitfenster. Und ich wünsche dir natürlich auch ganz viel Erfolg dabei. Und wir sehen uns morgen wieder.